Liebefreundlich ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Waylon, ja, dessen Kopf sicher voller Rachegelüste sind, zumindest voller Wut auf diese Nymphe, die ihn dort ja hingelockt hat und ihn in so einen Hinterhalt gelockt hat. Und nicht nur das, sie hat uns ja auf schamlose Art und Weise ausgenutzt. Sie hat uns dazu verwendet, den Hirschkönig, den sie selber nicht besiegen konnte, zu beseitigen und wollte nun uns beseitigen, damit sie hier, damit keine andere Herrschaft hier existiert und sie alleine unumschränkt hier agieren kann. So, insofern werden wir sicher diesem Treiben ein Ende setzen und Rache nehmen. Auf jeden Fall, das wird auch bestimmt eine der nächsten Maßnahmen sein, dass wir mit der größeren Gruppe dorthin gehen. Aber zuerst müssen wir erstmal wieder den Weg zurück irgendwie schaffen. Ich mal gucken, ob wir mit einmal schlafen auskommen. Ein Tag, 5 Stunden könnte hinhauen. Aber die Erschöpfung sollte relativ bald eintreten. Ich hoffe, dass wir kein Monster begegnen. So, wir müssen einmal ausruhen. Wir machen das Ration. Hat er sich das gemerkt, dass ich die verwenden will? Ja, nee, hat er nicht. Machen wir bitte. Und ansonsten bleibt es wieder dabei, dass wir das Lager tarnen und dann hoffentlich in Ruhe schlafen können. Gut, das hat schon mal geklappt. Und auch das hat funktioniert. Ziehen wir weiter zurück nach Funkelwacht. Ist auch erst der 29. Also es war so vom Timing her war das ganz gut, dass wir das sozusagen während der eigentlichen Anwesenheitszeit dort gemacht haben. Das gefällt mir. Bin mal gespannt, ob neue Probleme und Anliegen derweil aufgetaucht sind. Das werden wir dann sehen, wenn wir dort ankommen. Ah, je weiter wir in die Nähe kommen, umso sicherer sollte das Gebiet werden. Ja, ich denke, wir kommen ohne Zwischenfall dort. Ja, im Königreich gibt es neue Dinge. Sehr schön. Wir betreten dann erstmal den Ort. Und gehen, ich würde sagen, direkt zum Thronsaal jetzt heute mal. So, und dann schauen wir mal. Hier kommt schon jemand. Jubilost ist da. Er begrüßt dich herzlich mit einem Dokument. Baron, ihr erratet nie, was euer Kämmerer in den Händen hält. Er wedelt mit dem Papier über seinem Kopf. Die Tinte darauf scheint noch feucht zu sein. Dies ist eine Liste der Gegenstände, die aus der Wand eures eigenen Kellers gepurzelt sind, als die Arbeiter Reparaturen vorgenommen haben. Jubilost drückt seine Brille zurecht und liest vor. Vergoldete Schutzplatte? 1. Tafelsilber? 3. Einsatz alter Münzen? Die Liste ist lang und vielfältig, also komme ich direkt zum Punkt. Eure Arbeiter haben anscheinend das Geheimlager des Hirschkönigs entdeckt. Gegenstände, die er seinen eigenen Leuten gestohlen hat. Die wahren Besitzer dieser Gegenstände zu finden, wäre eine schwere und undankbare Aufgabe, wohingegen die Überführung in eure eigenen Truhe Beihilfe zur Enteignung wäre. Mit anderen Worten, Raub. Als euer Finanzratgeber empfehle ich euch einen Kompromiss. Lasst diese Reichtümer schätzen und unterstützt gleichmäßig verteilt den Wiederaufbau der Dörfer, die von den Banditen heimgesucht wurden. Dadurch wird jenen geholfen, die am meisten unter dem Hirschkönig gelitten haben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Auf so etwas wäre ich eigentlich auch, oder das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, dass wir das als so eine Art, wie soll ich sagen, Gemeingut verbinden und damit die öffentliche Infrastruktur stärken. Dass das hier nicht unser Privatschatz ist, das sollte klar sein. Jetzt ist aber das Blöde, das letzte Mal war Amire irgendwie so sauer, als ich seinen Vorschlag wiederholt habe, ihren Vorschlag wiederholt habe. Das würde ich jetzt eigentlich normalerweise wieder tun. Aber vielleicht, wenn ich sage, entscheidet ihr, wird er das vermutlich auch so machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ne? Ich finde, man sollte klare Anweisungen geben. Ich bin mal gespannt. Also wenn er jetzt auch so reagiert wie Amiri, dann werde ich das nächste Mal, wenn ich den Vorschlägen folge, das tatsächlich so machen. Aber jetzt geben wir nochmal die genaue Anweisung. Die Besitzer dieser Gegenstände könnten tot oder auf der Flucht sein. Wir werden damit die Dörfer instand setzen, die am meisten unter der Herrschaft des Hirschkönigs gelitten haben. Genau. Jubilost nickt ernst. Ich wusste, ihr würdet meinen Rat befolgen. Okay, also er akzeptiert das, wenn man gewissermaßen dasselbe dann nochmal sagt mit eigenen Worten, dann war das eigentlich nur eine Befindlichkeit von Amiri. Okay, Gemeinschaft plus 3 durch die Geschichte. Prima. So, was gibt's noch? Wen haben wir denn hier? Ah, Cassie. Eine ungewöhnliche Bittstellerin erscheint vor dir, ein Tiefling-Mädchen.
offenbar eine Fremde aus dem Süden. Sie verneigt sich höflich, aber ein verschmitztes Lächeln umspielt ihre Lippen. Seid gegrüßt, edler Herrscher dieser Gefilde. Ja, das ist die Dame, die, glaube ich, mit diesem Wildlands-DLC zu uns kommt. Mal schauen. Ich heiße Cassie. Ich komme aus Sanden, von Kadira. Kadira ist die westlichste Satrapie des Padishah-Reichs von Kalesh und kann auf die Macht des blühenden Reichs im Rücken zählen. Es ist Kalesh Zugang zur Region der Inneren See und vielleicht das wertvollste Stück Land auf Golarion. Okay. Ein besonderer Wind, der Wind der Gelegenheit und der verborgenen Schätze, hat mich in diese Lande geführt. Das Tiefling-Mädchen wedelt aufgeregt mit dem Schweif. Und ohne all die höflichen Floskeln sage ich sofort, was ich sagen will. Ich weiß, wo sich eine uralte Schatzkammer befindet, und ich bitte den Baron um Hilfe, sie zu erreichen und die Beute zu teilen. Aha, sehr gut. Also es kommt auf jeden Fall eine Aufgabe mit ihr. Das ist doch sehr schön. Da hat sich das doch schon gelohnt. Und was für eine Schatzkammer ist das? Die Überreste einer uralten taldanischen Siedlung, die vor langer Zeit durch die Macht der Natur zerstört wurde. Meine Freunde haben eine alte Chronik gefunden, in der von dieser Siedlung die Rede war, und konnten die Ruinen finden. Sie haben sich allerdings nicht hineingewagt. Die Gegend ist gefährlich. Warum geht ihr nicht einfach selbst? Meine Freunde, die dort waren, sagen, dass es an diesem Ort von Monstern und wilden Tieren wimmelt. Ich würde nur ungern alleine hingehen. Außerdem wäre es falsch, dem Herrscher nicht von einem Schatz zu berichten, der in seinem Land entdeckt wurde. Ja, klug argumentiert, Cassie. Wir müssen die Aufteilung der Beute klären, bevor wir weitermachen. Das Mädchen nickt. Natürlich. Ehrlich gesagt bin ich nur an einem einzigen Gegenstand interessiert, einem Artefakt, das man die Scheibe der Verfinsterung nennt. Wenn meine Informanten recht haben, befindet sie sich in dieser Schatzkammer. Der Rest der Beute interessiert mich eigentlich nicht, aber wer weiß, vielleicht verspürt der Baron den überwältigenden Wunsch, ihre nützliche Helferin zu belohnen. Ja, da sagen wir natürlich ja, großartig, ich mag Abenteuer. Als sich das Tiefling-Mädchen erneut verneigt, hinterlässt ihr Schweif Muster auf den Boden. Wenn das so ist, verabschiede ich mich und bereite die Expedition vor. Ich habe bereits ein Haus in eurer wunderschönen Stadt angemietet. Der Baron darf mich jederzeit aufsuchen, wenn ihr bereit seid, unsere Pläne zu besprechen. Ja, sehr schön. Mal gucken, wann es passt in unseren engen Zeitplan. Und damit, das ist die entsprechende Quest. Gramflut heißt das. Okay. Cassie will sie in der Hauptstadt niederlassen, bla bla bla. Ja gut. Naja, vielleicht sollten wir auf jeden Fall erstmal mit ihr sprechen, um zu wissen, wo sich das befindet. Dann kann man auch ein bisschen besser einschätzen, wie man das in den großen Plan irgendwie einbauen kann. Gut, das sind also erstmal diese Dinge. Jetzt will ich mal, ich muss auf jeden Fall mal jetzt nochmal reingucken in die Angelegenheiten, wie wir jetzt am besten weitermachen. So, und da sind wir in der Baronieverwaltung. Der Kämmerer bedarf deiner Aufmerksamkeit. Das haben wir getan. Dadurch bekommen wir Wirtschaft plus 1, allein durch dieses Gespräch. Das ist doch erfreulich. Besucher haben wir getroffen. Das bringt Arkan plus 1. Gut. Okay, und dann ist ein neues Projekt sogar verfügbar. Befasse dich 2 Wochen lang mit der Lösung wirtschaftlicher Probleme. Tja, da könnte man sozusagen Wirtschaft steigern. So, gut. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie lange sind die anderen unterwegs? Kann man sich das irgendwo anzeigen lassen? Wir haben sie ja wegen der Ereignisse hier. Das ist das, was aktuell ist. Ja, das ist ganz, ganz schön übersichtlich gemacht. Sehen wir noch, wie lange das noch dauert. Endet in 11 Tagen. Endet in 15 Tagen, ganz schön lange alles. Endet in 7 Tagen. Ja, und das ist in 11 Tagen, okay. Gut, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde, glaube ich, so bis zum 3. oder 4. jetzt einfach mal hier bleiben. Die Tage überspringen. Und dann mich vielleicht erstmal südwärts bewegen, das ist nämlich nicht so weit, ins Kerzenmeer, um den Jungen dort zu retten. Und da ist auch der Schlammpfuhl, das könnte durchaus auch noch interessant sein. Naja, mal gucken.
Ob jetzt hier noch Dinge passieren? Am 31. nicht. 1. Auch nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd, man verliert auch Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke mal, bis zum 3. sollten wir nochmal hier bleiben. Ja, tatsächlich, es ist passiert, ein Ereignis. Ein Brief wurde zum Schloss geliefert. Gehen wir mal in den Thronsaal. So, was passiert hier? Lander kommt. Ich habe einen interessanten Brief für euch, euer Gnaden. Ein gewisser Fredero Sinnet, ein Paladin von Chelin aus Brevoy, erhebt Anspruch auf unsere reizende Valerie. Allerdings nicht wie die gesamte Bevölkerung der Hauptstadt, sondern als ihr Lehrer und Mentor. Hier ist der Brief, seht selbst. Oh, das ist überraschend. Okay. Den werden wir uns erstmal durchlesen. Schauen wir uns das mal an, was wir da bekommen haben. Da haben wir ihn. Also, das teure, monogrammierte Papier verströmt einen herben Geruch. Die in einer kunstvollen Schrift verfassten Zeilen sind mit aufwendigen Schnörkeln versehen. Werter Baron Wayland Funkelstein, ich schreibe diese Zeilen schweren Herzens. Der Grund, warum ich heute zur Feder greife, wird euch vermutlich verwundern. Kürzlich erreichte mich ein Gerücht, wonach sich eine verlorene Seele, die einst mit der Gnade meiner Göttin gesegnet war, in euren Dienst geflüchtet hat. Ich spreche von der Tochter eines der würdigsten und großzügigsten Gönner des Ordens der Ewigen Rose, die den Fehler beging, unsere Reihen zu verlassen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass für sie nun der Zeitpunkt gekommen ist, auf den Pfad zurückzukehren, der ihr durch den Willen der Göttin vorherbestimmt ist. Wieso jetzt gerade? Das klingt irgendwie unglaubwürdig argumentiert. Warum ist nun der Zeitpunkt gekommen? Wahrscheinlich, weil er es jetzt erst gemerkt hat, dass sie bei uns ist. Schon mal nicht so gut. Minuspunkt. Ich reise nun nach Westen, an den Ort, der für den neuen Chelin-Tempel auserkoren wurde, in dem sich eine der jungen Gemeinden unserer Kirche niederlassen wird. Ich hielt es für notwendig, ein wenig von unserem Weg abzuweichen, um Valerie in den Schoß unserer Gemeinschaft zurückzuführen. Möge diese Reise eine reinigende Pilgerfahrt für Chelins Auserwählte sein, deren Urteilsvermögen durch die Impulsivität der Jugend getrübt war. Ich bitte euch, Valerie, von allen Eiden euch gegenüber zu entbinden, dass ihre Bestimmung ist, einer Göttin zu dienen, die über uns Alten steht. Bringt das Mädchen zu dem Handelsposten an der Grenze eurer Baronie zu Brevoy. Ich werde sie dort mit meinen Kameraden erwarten. Ich bete für eure Weisheit und Gnade. Hochachtungsvolle Grüße, Fredero Sinnet. Da wird ja Valerie begeistert sein. Ich würde mal sagen, wir gehen der Sache gleich mal nach und sprechen mit ihr. Ist sie hier irgendwie im Raum? Nein. Na, mal gucken, wo sie sich hin verzogen hat. Ich bin gespannt, aber das wäre natürlich ein herber Verlust für uns. Das können wir eigentlich nicht akzeptieren, aber wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass sie das auch nicht will. So, dann schauen wir mal. Ist sie hier irgendwo? Da steht sie immer, genau. Oder häufig steht sie da. Und er hält sich hier mit den Wachen. Valerie, meine Beste. Sie nickt dir freundlich zu. Ich freue mich, euch zu sehen. So, wir geben ihr den Brief. Valerie, ich habe einen Brief von Fredero Sinnet erhalten. Er sagt, ich soll euch aus dem Dienst entlassen und Chelin zurückgeben. Valerie starrt dich ohne zu zwinkern an. Du siehst eine Wut in ihren Augen, die sie kaum unterdrücken kann. Wirklich? Darf ich diesen Brief einmal sehen? Tatsächlich. Ich verstehe. Valerie atmet tief durch. Bitte verzeiht, Wayland Funkelstein. Ich scheine der Grund für diese Nachricht und die darin enthaltenen unerhörten Forderungen zu sein. Ich kenne diese Person. Fredero Sinnet ist einer der Mentoren im Orden der Ewigen Rose. Ein wahrer Paladin von Chelin, einer von denen, die bis zum bitteren Ende darauf beharren, Recht zu haben. Er wiederholte laufend und lauter als jeder andere, dass Chelin selbst mein Schicksal vorherbestimmt habe, selbst dann noch, als ich meine Sachen packte. Er hat meinen Abschied offenbar nie verwunden, nachdem er mich sogar hier aufgespürt hat. Aber diese Unverfrorenheit, der Fehler, unsere Reihen verlassen zu haben,
Kehre auf den Pfad zurück, der durch ihren göttlichen Willen vorherbestimmt ist. Seit wann hält Fredero sich für den persönlichen Boten seiner geliebten Celine? Valeris Gesicht ist purpurrot. Sie scheint nicht zu bemerken, wie sie den Brief in der Hand zerknüllt. Genug, wir müssen dem ein Ende machen. Wenn die Paladine des Ordens der Ewigen Rose eine weitere Abfuhr wollen, sollen sie sie bekommen. Ich gehe mit euch zum Handelsposten, um Fredero zu treffen. Ich diene euch, so einfach ist das. Es ist meine Entscheidung und ich werde sie nicht ändern, nur weil jemand aus meiner Vergangenheit sie missbilligt. Tja, wir könnten auch das so machen. Wir fragen mal, wie sie das findet. Was ist, wenn ich diese Paladine einfach aus meinem Land werfe? Das wäre mein gutes Recht. Nein. Wenn ihr meine Ehre respektiert und meine Treue schätzt, seht bitte von derart übereilten Aktionen ab. Ich gehe mit euch zum Handelsposten. Ich werde mit Sinnet reden, ihm erneut eine Abfuhr erteilen und damit ist die Angelegenheit erledigt. Genug davon. Okay, gut. Ja, wenn sie das so will, dann machen wir das so. Schauen wir uns nochmal die Quest an. Celines Auserwählte. Valeris entschlossen, sich mit ihrem einzigen Mentor zu treffen und endgültig mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Natürlich werden wir sie bei dieser Prüfung begleiten. Selbstverständlich. Okay. Gut, das könnte man vielleicht sogar auch einschieben. Das ist ja nicht... Na doch, na, ist ganz schön weit entfernt. Müssen wir mal gucken. Aber vielleicht gehen wir einmal in den Norden. Gewissermaßen so als dringende Angelegenheit. Wisst ihr was? Dann machen wir mal Folgendes. Wir sprechen nochmal mit der neuen Dame. Wo befindet die sich denn jetzt? Wo hat die ihr Haus jetzt bezogen? Müssen wir jetzt das Haus untersuchen? Also bitte, ist ja wohl lächerlich. Ach hier, Cassies Haus. Alles klar. Da ist der Eingang. Na gut, dann gehen wir da mal da erstmal hin. Sprechen nochmal kurz mit Cassie, um zu erfahren, wo sich denn jetzt diese Schatzkammer befindet. Und dann denke ich, werden wir aber uns erst aufmachen in den Norden zum Handelsposten. Mal schnell und dann wieder in die Hauptstadt zurückkehren. So, schön hat sie es hier. Eine angespannte Stille hängt über dem Haus. Cassie, deine Tiefling-Freundin löst sich aus den Schatten, aber ihre Augen blicken leer in die Ferne. Sie scheint durch dich hindurch zu sehen. Nein, nicht jetzt. Hä? Der Aufruhr ist plötzlich vorbei, doch Cassies Augen sind voller Furcht. Ihre blauen Augen. Ihr seid es. Ich wollte nur sagen, ich... Okay. Wir haben einen erfolgreichen Arcanum-Wurf gemacht und können fragen, was ist da gerade passiert? Das war gewiss keine gewöhnliche Reise zwischen den Ebenen. Das Mädchen schließt die Augen und ballt die Fäuste, offenbar von starken Gefühlen überwältigt, die du nicht entschlüsseln kannst. Ich wusste, dass es nicht ewig halten kann. Warum hat er diese Bedingung überhaupt gestellt, wenn er wusste, dass sie unmöglich einzuhalten ist? Wovon redet sie? Sie atmet tief durch, öffnet die Augen und sagt mit fester, entschlossener Stimme, »Komme, was wolle, ihr solltet wissen, Raiden Funkelstein, dass die Person, die ihr als Cassie kennt, nicht existiert. Mein wahrer Name lautet Kalicke.« Und nun, das ist eine lange Geschichte und solche Geschichten erzählt man am besten an einem warmen Feuer. Hört ihr mich an? Ja klar, hören wir sie an. Okay, da sitzen wir nun. Das Mädchen stützt den Kopf auf den Arm und blickt gedankenverloren in die Ferne. Geschichten am Feuer, in der Wüste, in der ich geboren wurde, meine schönste Erinnerung. Wenn der Tag endet, versammeln sich Gastgeber und Gäste, Eltern und Kinder, Freunde und Rivalen alle am Feuer unter den Sternen, um ihre Geschichten zu erzählen, über das, was sie getan oder erlebt haben, was sie von anderen Reisenden hörten, was der Wüstenwind ihnen zuflüsternd zugetragen hat. Meine Schwester und ich haben uns oft dazu geschlichen, um diese Geschichten zu hören. Wir haben uns in den Schatten außerhalb des Lichtscheins und der Wärme verborgen. Wir sind Höllenbrut, wisst ihr? Tieflinge sind in Kadira keine willkommenen Gäste. Sie sind nicht vom Licht der gnadenhaften Saranrä gesegnet. Wir sind in einem einfachen Zelt aufgewachsen, mussten da und dort Essensreste sammeln, wie Waisen, verstoßen und verleugnet. Wir waren 13, als wir gingen, um in den Städten unser Glück zu suchen. Und alle, die wir zurückließen,
haben erleichtert aufgeatmet. Meine Schwester und ich, wir sind Zwillinge, aber dennoch unterschiedlich wie Sonne und Mond. Sie heißt Kanera, das bedeutet stille Flamme. Sie ist das Feuer, ein kaltes Feuer, das aber alles zu Asche verwandelt. Ich bin ein Fluss. Es macht mir Freude, erschöpften Reisenden Wasser zu geben und grüne Schösslinge zu nähren, aber wenn ich überquelle, bringe ich den Tod. Die Augen des Mädchens sind voller Trauer. Trotz unserer Unterschiede sind wir eins. Unsere Leben gehören dem göttlichen Nethys. Und durch seine Gnade leben wir nun abwechselnd. Während eine von uns hier ist, schläft die andere in einer anderen Ebene. Wenn sie erwacht, wechseln wir. Genau wie ihr es eben erlebt habt. Aha, das ist jetzt also Kalike. Okay. Nephis, auch bekannt als das allsehende Auge, ist ein Gott der Garundi, für den Wissen und Magie das Wichtigste sind. Er hat genügend Macht angesammelt, um alles beobachten zu können, was ihm sowohl Gottstatus verschafft, als auch seinen Geist erschüttert hat. Er ist ein Gott der Magie, gepeinigt von dem Wunsch, die Welt mit der einen Hand zu vernichten und mit der anderen zu retten. Gut. Und wie kam es dazu, dass ihr abwechselnd lebt? Kalike senkt den Kopf. Diese Geschichte, ich habe sie noch nie jemandem erzählt, niemandem auf der ganzen Welt. Und es ist nicht leicht, sich einem Fremden anzuvertrauen. Trauer und Schuld sind einfach zu groß. Ich möchte lieber nicht ins Detail gehen, wenn es euch nicht stört. Nun, meine Schwester ist gestorben und ich kam nicht darüber hinweg. Kanera wurde von einem Seelenverschlinger getötet, einem Monster, das von heimlichen Anhängern der Erzdaimonen aus Abaddon gerufen worden war. Seine Beschwörer sind im Kampf gestorben, doch das Monster war zu stark für meine Schwester und ich war nicht einmal dort, um sie zu beschützen. Kalike ringt nach Luft. Wir hatten uns gerade gestritten und beide etwas Dummes getan, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Als ich herausfand, was mit meiner Schwester geschehen war, war ich bereit, mit jeder Macht einen Handel einzugehen, nur um sie zurückzubekommen. Und ich habe eine solche Macht gefunden. Ich wurde von der Arkanothain kontaktiert, dem Herold des Gottes Nethys selbst. Sie versprach, Kanera ins Leben zurückzuholen, unter zwei Bedingungen. Erstens, wir müssen unsere Vereinbarung beide geheim halten, was sie ja gerade bricht. Zweitens, wir dürfen uns nie wieder begegnen. Und so begann unser neues Leben. Nun fliehen wir durch die Welt, hüten unser Geheimnis, stellen uns immer als Cassie vor, um zu verbergen, dass es zwei von uns gibt. Und wir tauschen zufällig und willkürlich die Plätze. Während eine von uns lebt, schläft die andere auf einer nur für uns geschaffenen Halbebene. Mhm. Und ihr könnt diese Wechsel nicht kontrollieren? Nein, der Wechsel erfolgt willkürlich, meist während wir schlafen, manchmal aber auch am helllichten Tag. Deshalb können wir uns nie lange an einem Ort aufhalten. Wenn jemand Zeuge unseres Wechsels wird, tischen wir ihm meist eine Geschichte von einer magischen Art des Reisens auf. Doch die Leute bemerken bald Ungereimtheiten und erkennen die Wahrheit. Ehrlich gesagt habe ich all die Lügen satt. Wir wussten, dass es nicht ewig so weitergehen kann und nun ist die Wahrheit endlich auf dem Tisch. Ach, was hat das alles für einen Sinn? Ihr habt mir euer Geheimnis offenbart und damit gegen eine der Bedingungen verstoßen, die euch der Herold des Gottes gestellt hat. Ja, werde ich das bereuen, Wailin Funkelstein? Ich dachte, ihr könntet meiner Schwester und mir helfen, unser Schicksal zu verändern. Wie kann ich helfen? Genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Kanera sollte euch von einer alten Schatzkammer erzählen, die wir suchen. Gold ist hier nicht das einzige von Wert. Die Kammer könnte ein uraltes Relikt enthalten, das Räuber aus Taldor aus einem angesehenen quadiranischen Nethys-Tempel gestohlen haben. Es ist ein ungewöhnliches Relikt, die Scheibe der Verfinsterung. Ich habe einmal eine wunderschöne Geschichte gehört, dass sie aus dem Schatten geschaffen wurde, der die Sonne und den Mond verbirgt. Aber das kann nicht wahr sein. Nephis ist der Gott der Magie, der einst ein sterblicher Magier war, und Relikte aus seinen Tempeln sind meist außerordentlich mächtig. Viele seiner Anhänger glauben, sie könnten ihm am besten dienen, indem sie die Mysterien der Magie ergründen, ihrer Gottheit sogar Konkurrenz machen. Einer dieser Anhänger hat vor langer, langer Zeit die Scheibe geschaffen. Der Legende nach verlieh sie ihrem Besitzer die Fähigkeit zu kontrollierten Ebenenreisen. Doch nur zwei Magier, die durch unzertrennliche Bande verbunden sind, konnten sie nutzen. Während einer die Ebenen durchreiste, war der andere sein Anker in unserer Welt und sie konnten die Rollen wechseln.
Versteht ihr jetzt, warum wir so verzweifelt nach der Scheibe suchen? Sie könnte uns helfen zu verstehen, wie der Wechsel zwischen mir und Kamera funktioniert. Und sie dürfte unseren göttlichen Patron erfreuen. Nephis und seine Helfer sehen in dem Verlangen, die Mysterien der Magie zu ergründen, das größte aller Ideale. Okay, und wie kam diese Scheibe in die Raublande? Das Relikt wurde von Taldanern der 5. Explorationsarmee hergebracht. Taldor und Kadira waren lange Zeit Rivalen. Vor tausenden von Jahren brach ein Soldat in den Nephis-Tempel ein und stahl das Relikt, um es zu verkaufen oder zu behalten. Hunderte von Jahren später brachte ein Nachfahre des Soldaten oder des 100. Käufers die Scheibe in dieses fremde Land, in die Taldaner gekommen waren, uneingeladen wie üblich, und diese schließlich spurlos wieder verließen. Manchmal ist die Geschichte wie ein feines Spitzengewebe. Man kann unmöglich erraten, wo sie beginnt und wo sie endet. Wo liegt diese Schatzkammer? Genau. In der Chronik, die wir lasen, wurde der Ort Gramflut genannt. Gramflut war eine taldanische Stadt, gegründet von den Veteranen der 5. Explorationsarmee. Sie stand am Ufer eines reißenden Flusses, der sie letztlich zerstört hat. Eines Nachts wurde die Siedlung von einer schrecklichen Flut überschwemmt. Viele Bewohner starben, die Überlebenden flohen, nur der Turm auf der Klippe blieb übrig, denn er stand so hoch, dass die Flut ihn nicht erreichen konnte. Lange Zeit blieben die Ruinen vom Wasser bedeckt, ehe sich das Wasser im letzten Jahr endlich zurückzog. Meine Freunde fanden eine Chronik, die von der Zerstörung der Stadt berichtete. Sie erwähnte auch, dass die Scheibe der Verfinsterung sich dort befunden hatte. Es gelang ihnen, die Ruinen zu finden. Sie wurden aber von den Monstern und Ungeheuern vertrieben, die dort hausen. Wir sind jetzt mal nicht so mega profitgierig. Wir kriegen schon unseren Teil. Wenn das helfen kann, bin ich dabei. Kalikes traurige Augen werden etwas freundlicher. Danke. Ich warte dort auf euch, in Gramflut. Und lasst uns die Ruinen bitte gemeinsam erkunden, nur wir beide. Wie bitte? Ach du Schreck. Das soll funktionieren? Ich will mich nicht erneut von euren Gefährten offenbaren. Es hat gereicht, die Bedingung der Arcanthane einmal zu brechen. Ich will unseren Gott nicht verärgern. Bis dann. Oha. Oha, Leute. Wir sind ja nur nicht so der Kämpfer vor dem Herrn. Krass. Okay. Gucken wir kurz nochmal ins Journal, wie sie das aufgeschrieben hat. Ja, okay, sie wartet in Gramflut. Mehr gibt's dazu nicht. Ja, wow, schon die nächste Herausforderung, das nächste Problem, um das wir uns kümmern müssen. Meine Herren, Wayne bleibt auch wirklich keine Minute Freizeit. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, vermutlich mit der Tour hoch zu Eds Handelsposten, um Valerie erstmal rauszuhauen. Also bis dahin, macht's gut, euer Steinball.